Und wir machen mal weiter mit meinem nächsten Gast. Denn wir hören es ja. Also, ich will so bleiben, wie ich bin. Und das ist genau das, was auch mein nächster Gast so sagt. Und sie hat wirklich auch mit relativ, naja, manchmal herben Widerständen zu tun. Denn sie soll jetzt selber erzählen, was Sache ist. Begrüßt sie. Und jetzt wundert euch nicht, wenn ich den Namen sage. Es ist auch eine Art Künstlername. Ihr ahnt vielleicht auch, aus welcher Branche sie kommt. Denn hier ist sie. Hier ist Aische Pervers. Hallo. Was ist der Name? Ist Programm oder was muss ich jetzt dazu sagen? Aische Pervers, das ist ja eine Art Künstlername, den du dir gegeben hast. Korrekt. Was, ja, also wo kommt der her? Warum? Also ich denke Pornobranche. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin Pornodarstellerin. Ich sage immer, ich bin Pornodarstellerin in Rente, weil ich seit 3 Jahren jetzt keinen Hardcore mehr drehe, aber immer noch Girl-Girl-Szenen und Solo-Videos und Cam. Ja, aber das ist damals durch... ja, so eine komische Idee entstanden. Ich habe ja studiert und habe mein Studium mit Pornos finanziert. Und das finde ich total spannend, weil du hast Theologie studiert und Lehramt. Ist katholische korrekt, ne? Theologie sogar, ja. Also das ist, also da, auf die Idee würde ja kein Mensch kommen, dass genau diese zwei Sachen, also katholische Theologie und Pornografie, in einer Person sozusagen. Ja, es passt auch nicht so wirklich. Ne? Also, wobei ich dazu sagen muss, für mich stand klar, dass ich studieren möchte. Ich wusste, ich möchte Lehrerin werden. Ich habe ja auf Studienrat studiert. Ich wollte immer mit Jugendlichen arbeiten, hatte auch Schwerpunkt Sonderpädagogik und Montessori-Pädagogik und bin da voll aufgegangen, habe das echt geliebt. Mega. Und dann bräuchte ich aber ein zweites Fach. Du brauchst ja als Studienrat 2 Fächer. Und mein NC war halt nicht der beste mit 2,4. Da kommst du halt nicht so gut rein. Ja, aber immer, okay, bislang, also bis dahin würde ich sagen, also das hören ja alle Schwiegereltern und Eltern ja, total gern. Dann brauchte ich halt ein zweites Fach. Ja. Und in Berlin will halt keine saukatholische Theologie studieren. Ja. Und dann dachte ich mir, naja, dann kommst du mit dem NC da ja locker rein. So war es dann auch. Was ich nicht geahnt habe, ist, dass ich dieses Fach so lieben werde. Wirklich jetzt? Es war unglaublich, ja. Ich habe es geliebt. Also ich war... Okay, pass auf. Und dann hast du also das quasi auch noch so als Studentin immer, man ist irgendwie immer klar. Das heißt, jeder überlegt sich, okay, entweder geht man Kellnern oder keine Ahnung. Macht korrekt, habe ich auch gemacht, ja. Und du bist aber dann irgendwann auf den Trichter gekommen, okay, in der Erotikbranche, da steckt richtig Geld. Das war nicht so meine Idee. Sondern? Von meinem Freund. Wirklich, ja? Ja, genau. Wir sind immer noch zusammen. Und mein Freund hat sich halt immer mal ein Pornchen reingezogen. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Finde ich jetzt auch noch nicht so schlimm soweit. Und irgendwann meinte er, ja, die ganzen Pornos in Deutschland, die sind alle so schlecht. Das können wir doch viel besser machen. Und dann habe ich ihn erstmal, ja, genau so habe ich dann wahrscheinlich auch geguckt und meinte dann zu ihm, dir ist aber schon klar, du weißt schon, was ich studiere und was ich beruflich mal werden möchte. Also, ja, muss doch keiner mitkriegen, wir machen eine Eische aus dir. Eine Eische? Wir machen eine Eische aus dir. Wieso denn gerade eine Eische? Er hat zu dem Zeitpunkt in der Videothek gejobbt. Damals gab es noch so DVDs, die konnte man sich ausleihen, heute undenkbar. Und da war gerade Sibel Kikeli, der totale Schlager, der totale Renner. Die Leute standen Schlange, um diese Pornos zu gucken. Oh, die hat da sehr drunter gelitten. Ja. Die hat ja eine sehr, sehr tolle Schauspielkarriere noch gemacht und wirklich super ernstzunehmende Schauspielerin. Und ich habe einmal gesehen, dass sie wirklich in einer Art Wutausbruch eigentlich ihre Vergangenheit gerne negieren wollte. Also das finde ich wieder nicht so gut, weil die Vergangenheit macht uns ja ein bisschen zu dem, was wir sind. Also so alles komplett verleugnen und abstreiten wollen, das funktioniert nicht. Also das könnte ich auch nicht. Ich kann auch seriös sein, wenn ich das möchte. Ah ja, aber ich sag erst mal, ist der Ruf erst ruiniert. Das ist ganz ungeniert, ne? Okay. Wir haben ja heute wirklich super unterschiedliche bunte Geschichten hier. Ne? Also endlich mal normale Leute. Ja, ist es so? Ist es so? Ich sag dir, warum das so ist. Das sind die einzigen Leute, die ein bisschen anders sind als die anderen, die mich nicht verurteilen. Leute, die der Norm entsprechen, sage ich mal, gucken hinter geschlossenen Türchen ihre Pornofilmchen und spielen Mütze, Glatze und freuen sich. Aber sobald sie dich auf der Straße sehen, wirst du abgestempelt. Ich habe so viel Hate, ich kriege so viele negative Kommentare. Wirklich? Jeden Tag. Jeden Tag. Man wünscht mir den Tod. Also es ist grausam, ja. Und woran, also liegt es, also was genau wird da moniert? Die Tatsache, dass du Pornos machst? Die Tatsache, dass du dann auch noch mit kirchlichen Themen irgendwie zu tun hast? Oder dass du dich Eiche nennst? Eigentlich gar oder nicht. Was ist es? Das eigentlich gar nicht. Nur die Tatsache, dass ich Pornos drehe. Man wird abgestempelt als dumm. Ich meine, dass ich eine
bin ich mir durchaus bewusst. Wir piepen ja bestimmt, dass ich eine, das weißt du ja, dass ich eine Vorlage für gewisse Tätigkeiten bin, dessen bin ich mir bewusst. Und das ist für mich auch okay, sonst hätte ich den Job jetzt auch nicht ausführen können. Aber dass die Leute einen durch den Job, den man macht, als dumm darstellen, vorverurteilen, denkt man, einem einreden, man ist nicht lebenswert, man hat nicht das Recht wie andere Menschen. Okay, also das heißt totale Ablehnung, ja. Total negativ das Ganze. Was macht das mit dir? Also bringt dich das manchmal dazu zu überlegen, es zu ändern? Nein, also ich mache nichts falsch. Also ich zahle meine Steuern, ich tue nichts Illegales, ich tue niemandem mit dem, was ich mache, weh. Mhm. Und ich bin trotzdem ein netter, liebenswerter Mensch, der genauso geliebt werden möchte wie andere Menschen auch, die einen normalen Beruf haben. Ja, also das finde ich ganz gut, was du gerade sagst. Es gab auch eine Zeit, das habe ich schon auch gehört, also wo es dir auch teilweise gar nicht so gut mehr ging, weil der Druck so groß wurde. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich gut drauf bin, dann gehen mir Kommentare am Arsch vorbei. Das interessiert mich. Aber man wird durchlässig in den Momenten, wo man nicht gut drauf ist. Korrekt. Ich merke, dass dieses Social-Media-Thema, ne, das ist ein Riesenthema bei allen Sachen, über die wir sprechen. Das ist so, als wäre es allgegenwärtig. Das war damals anders tatsächlich. Ist für mich ganz interessant. Du sagst, du hast sehr drunter gelitten, dieser Negativ-Pressure, dieser Druck, diese Verurteilung teilweise. Ich bin an Depressionen erkrankt. Und das ist sozusagen die ganz ernste Seite jetzt dieser Thematik. Genau, ne, genau. Ich war depressiv, habe das lange auch gar nicht gemerkt. Es hat niemand aus meinem Umfeld gemerkt, dass mit mir etwas nicht stimmt. Okay. Ich kann auf Knopfdruck funktionieren. Wenn ich gute Laune haben muss, dann lege ich einen Schalter um und dann funktioniert das. Wie würdest du sagen, bist du heute? Wo stehst du heute auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 sehr glücklich ist? Würdest du sagen, wo ist dein Lot heute? Bei einer 12. Also mir geht's wirklich gut. Also mega. Ja, mir geht's echt gut. Mega gut. Also wisst ihr, weil ich finde, das, was wir ja so hören, also auch was deine Geschichte betrifft, was überhaupt eure Geschichten betrifft, das finde ich ganz interessant. Ich glaube, zu so einem sehr exaltierten Leben, was ihr alle so führt, gehören wahrscheinlich Wendepunkte dazu. Ne? Ja. Also das glaube ich schon irgendwie. Das ist nicht immer so sein muss, aber häufig so ist, dass irgendwas gewesen sein muss, kann auch was Gutes sein, ne? Aber irgendwas, was einen besonderen Impact hatte, einen besonderen Einschlag für einen selber, der mit einem irgendwie irgendwas macht. Ja? Also ich weiß nicht, aber ihr nickt alle insofern. Das stimmt. Also ich würde auch der 12 zustimmen, auf jeden Fall. Ja. Also, super, sehr gut. Wenn, wenn so man mit einem traumatischen Erlebnis, wenn man eins hatte und damit lernt umzugehen oder wie auch immer und es halt eben in was Positives kanalisieren kann, dann kann man daraus im Endeffekt noch viel mehr Lebensfreude ziehen als vor dem schrecklichen Ereignis. Und, also, das klingt so ja magisch eigentlich. Ja. Ne? Also, da müssen wir auch nicht immer sehr wohl mitfühlen. Nicht gut. Wisst ihr was? Ich habe noch einen Gast, der muss unbedingt noch dazukommen, weil ihr seid jetzt schon so eine bunte Runde. Und das ist noch so ein cooles Bild, wenn wir den nächsten Gast mit reinholen, weil der wirklich noch eine völlig andere Seite verkörpert, die ich auch wirklich super interessant finde. Und vor allen Dingen, irgendwie kennen wir alle ein bisschen was davon, so ein bisschen aus dem Fernsehen immer. Aber was diese wirkliche Lebenskultur damit macht oder beinhaltet, wird er uns erzählen. Er kommt als ein waschechter Wikinger hier rein, zumindest empfindet er so. Herzlich willkommen, hier ist Alexander! Hallo Alexander! Moin! Stell dich schon mal dahin, schön, dass du da bist. Ich drehe das mal, weil das so hübsch aussieht, dass wir das auch sehen können. Was ist das hier, Alexander? Das Schild meiner Sippe, meiner Liebe, meines Lebens. Was heißt es genau an deiner Sippe? Dafür brauchen wir ein Glas. Ich habe dir was mitgebracht. Was ist das? Bei uns Nordmännern trinkt man zusammen, wenn man sich kennenlernt. Blutgebräu, oh mein Gott. Ja. Blutgebräu. Es ist ein nicht ganz alkoholfreies Getränk. Na, dann mal her damit, oder? Wir brauchen Gläser. Ich habe einen Barmann hier. Was ist das? Das ist Honigwein kombiniert mit Schattenmorellen und ergibt Kirschmet. Traditionell trinkt man aus Hörnern oder Hornprodukten oder Tonprodukten und auf dem Schild siehst du unten das Horn, aus dem der Wolf Fenris entspringt. Und passend zu der Sendung, also Chapeau an meine Teilnehmer hier, wunderbar, es passt hier rein. Weil der Fenris-Wolf sagt, lebe dein Leben, lebe deine Zufriedenheit und Chapeau an euch. Wenn ich darf, danke. Ja, cool. Es riecht. Es riecht, ist hoffentlich positiv gemeint. Lecker.
Was ist das? Das ist Kirschmet. Honigwein kombiniert mit Schattenmorellen, bevor du trinkst. Es gibt eine historisch korrekte Art, Met zu trinken. Oh, Verzeihung. Ja, du lässt den ersten Schluck für 3 Sekunden unter der Zunge, damit sich der Geschmack entfalten kann. Okay. Ist das bei dir mit unter der Zunge? Kommt das dann zwischendurch? Bei ihm wirkt es doppelt. Ah, okay. Sehr schön, ja. Und den dann? Zweiten Schluck für 1 Sekunde auf der Zunge lassen und ab da bei mehr Met gib ihm. Verstehe. Was wollen wir mal? Also ich würde ja auch teilen, aber ich glaube, ich darf hier Skoll. Ich bin ja auch mit Norddeutsche hier, ne? Und du merkst, es ist sehr lecker, es ist gefährlich. Ist ehrlicherweise total lecker. Ja, deswegen ist es das Getränk der Götter. Man trinkt es zu besonderen Anlässen und im Kreis dieser wunderschönen Menschen passt das dazu. Also du hast so was herrlich, ich weiß gar nicht, so richtig was historisch-theatralisches, möchte ich sagen. Danke. Aber das ist schon ganz ernst gemeint, weil man könnte jetzt denken, jetzt kommt der rein, hat sich hier verkleidet und hat einen Text gelernt. Nein, es ist dein Lebens, dein Lifestyle. Ja. Kannst du darüber was erzählen? Wie bist du dazu gekommen? Wieso fasziniert dich dieses Wikinger-Dasein und dieses Brauchtum so? Letzten Endes, was alle hier gesagt haben, wenn du dein eigenes Leben lebst, bist du glücklich. Und was haben Wikinger früher gemacht? Sie haben ihre eigenen Werte gehabt, sie haben ihre eigene Moralvorstellung, ihren eigenen Kompass gehabt, nachdem sie gelebt haben. Ich selber habe das erste Mal mit 8 Jahren damit zu tun gehabt, mit dem Buch Die Edda, falls du das kennst. Ehrlicherweise nicht gerade. Nee, die nordische Geschichte zusammengefasst in einem poetisch-lyrisch wundervollen Buch. Hol ich das nach? Mach das, definitiv. Das habe ich gelesen, fand es cool. Ich bin als Außenseiter geboren, mit einer Lippenkiefer-Raumspalte, sieht man auch ein bisschen, und brauchte eine Community, das kennen hier vielleicht einige, in der man sich zu Hause und geborgen fühlt. Und je früher ich mit Mittelaltermärkten angefangen hatte, desto mehr war ich zu Hause. Und auf einmal stellt man fest, die Leute leben so wie du selbst. Sie haben Werte, sie haben Ehre, sie haben Familie, sie haben ein Bewusstsein für sich geschaffen. Mhm. Auch eine liebe Hexe, das Bewusstsein für sich selber schaffen. Es ist traumhaft. Und seitdem ist für mich und meine Frau, meine Family klar, das ist... Aber deine Frau, ist sie von Anfang an da mitgegangen oder hat die erst gesagt, was... Nachdem sie mich gekannt hat, ist sie da mitgegangen. Ehrlich, sie sitzt ja auch im Publikum angenehmerweise, was ich sehr also schön finde. Also jetzt lass mich mal gucken, also ich habe irgendwie das Gefühl... Sie hat schon Pippi in den Augen, guck mal. Warte mal, ich gehe da mal kurz rüber, weil das interessiert mich wirklich sehr. Hi. Also es ist nicht schwer rauszufinden, dass du seine Frau bist, denn es gab genau 2 Optionen. Entweder bist du Hexenbegleitung, nein wirklich jetzt, ne? Oder Wikingerbegleitung. Als du ihn kennengelernt hast, wie war das? Hast du erst gesagt, sag mal, jetzt dreht er ja völlig durch oder war das, hat dich das eher fasziniert und warst eigentlich begeistert davon? Nee, eher fasziniert und begeistert. Dann waren wir recht früh auf einem Mittelaltermarkt zusammen und das war einfach wunderschön, wo klar war, wir müssen mit allen Kindern nochmal auf den Mittelaltermarkt. Und das war ein mega, mega schöner Tag. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ihr seht ja irgendwie beide aus, als wärt ihr aus einem anderen Jahrhundert rausgefallen so ein bisschen. Gibt es euch auch ganz stinknormal Jeans, Turnschuh, Sneaker, Hoodie oder eher nicht? Doch, auch. Auch? Ja. Also das ist schon eine Art, ich nenne es jetzt mal Tracht, würde ich eigentlich sagen. Ne? So eine Art Tracht, die ihr jetzt gerade tragt. Aber ihr lebt es schon in voller Konsequenz. Ja. Man muss dazu sagen, es geht ja, sorry mein Schatz, wenn ich unterbreche, es geht um die Werte. Und die Werte haben nichts mit der Optik zu tun. Das ist ein Fakt. Die Optik... Optik provoziert, wir haben es bei Richard gesehen, die Optik provoziert sehr gerne, weil sie macht aufmerksam. Wir sehen es aber auch bei Benny, was ich total schön finde, wenn du Werte im Außen tragen kannst. Mhm. Wenn ich einen Hoodie anhabe, einen Anzug von Armani, was weiß ich, den ganzen Blödsinn, dann sieht man das nicht. Dann wird man nicht aufmerksam. Und viele Menschen sprechen gerade meine Frau und mich auf der Straße an, ihr lauft so rum, was seid ihr denn? Oder gerade kleine Kinder, oh, ihr seid echte Wikinger. Auch wenn wir auf Märkten sind mit Waffen und allem drum und dran, da ist Interesse da. Und wir haben eine gewisse Verantwortung. Wir müssen nicht unser Leben richten, das ist gut. Aber ja, finde ich gut. Und grundsätzlich stelle ich aber irgendwie fest, also... so mein Eindruck. Ich habe das Gefühl, wir kriegen immer mehr Haltlosigkeit, also so ganz allgemein. Das ist das, was ich ganz oft feststelle. Ja? Also es gibt keine so klaren Profile, also keine klar gezogenen Profile mehr. Und dann wiederum gibt es Leute, wie ihr es seid, die wirklich sagen, okay, ich schärfe mein Profil einfach über ein bestimmtes Aussehen. Aber was erwartest du denn in einer Zeit, die mediengeprägt ist, wo man bei Instagram 2 Sonnen sieht, eine vorne reingefotoshoppt, eine hinten reingefotoshoppt. Mhm. Genau. Eine Frau muss 90, 60, 90 sein. Die Menschen verdummen durch Medien. Ja, es ist leider in der Tat... Wenn die Kinder damit aufwachsen, wie sollen sie denn den Mut haben, eine eigene Meinung zu haben?
Und umso wichtiger ist es ja, dass Leute wie Richard draußen sind, wie unser Nomade draußen sind, auch Aisha draußen, die Hexe. Es ist traumhaft. Okay, ich freue mich. Ich meine, das ist eigentlich so ein schönes Abschlusswort, mein Lieber. Danke dir. Und das ist auch das, was es hier sein soll. Genau das ist das, warum wir uns hier immer wieder täglich treffen wollen, weil wir einfach sagen, okay, das ist ein geschützter Raum, der jedem die Möglichkeit geben soll, seine Geschichte zu erzählen, sich mitzuteilen, sich zu committen, ja, und sein zu dürfen, wer er ist. Und das ist eigentlich eine super schöne Botschaft, gerade auch, die du uns hier noch gegeben hast am Ende. Danke euch dafür. Schön war's. Ich sag tschüss. Freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin alles Gute. Dankeschön. Thank you.